Hallo, liebe Freunde! Wir sind's wieder. Die Vögel. An meiner Seite ist der gute Mene. Hallo! Hallo! Alter, wie fliegen wir denn hier, ey? Oh, was ist denn das für eine Kacke? Also, die meisten werden auf die Insel gehen. Wir versuchen, hier hinzukommen. Das ist mittendrin, also. Ja, dann halt ein bisschen weiter weg. Ich weiß nicht, hier die Region kenne ich nicht so gut. Ich weiß ja nicht, wo die Autos spawnen. Aber dann machen wir machen das. Wir springen in 3, 2, 1, raus. Richtung Blau. Boah, Richtung das Blau. Ist natürlich volle Möhre drin. Go, go, go. Versuch weiter als die Farm zu kommen. Also, okay. Wir versuchen irgendwie, die eine Straße hier, die. Da sind meistens Autos dran, diese dickere. Okay. Ich guck mal, ob da was ist. Ansonsten, wenn nicht, gehen wir, siehst du das blaue und das rote, diese beiden Häuser an dem Berg unten, rot-blau, wo ich hinfliege gerade ungefähr. Ja. Wenn nichts hier... Nicht hin, bei mir ist der Fallschirm schon auf. Pass auf, du landest da mit zwei anderen Typen, bei mir landet auch ein anderer Typ. Ja, die sind aber was weiter weg, meine. Meiner ist direkt neben mir. Das ist kein Auto. Kein Auto. Leider kein Auto. Fuck, ich bin super weit weg von dir, weil ich auf die Karte geguckt habe und nicht W gedrückt. Wieso ist denn hier kein Auto? Und neben mir rennt einer. Das war mir jetzt zu spontan irgendwie. Ich hab's irgendwie verkackt. Vor allem rennt neben mir halt einer. Zwei, also die gehören wahrscheinlich in ein Team, die beiden. Ja, dann komm doch zurück, komm zurück. Nee. Ich hol mir jetzt hier eine Waffe. Komm du zu mir. Ja, sobald ich eine Waffe hab. Nackig komme ich nicht zu dir. Das wäre dämlich. Das Glück, dass ich hier ein Haus. Was ist Netzwerkverzögerung erkannt? Was war das denn jetzt? Hallo? Der Server spinnt scheinbar. Also nicht. War bei mir auch. War bei mir auch. Lass bitte eine Waffe hier sein. Lass bitte eine Waffe hier sein. Zumindest schon mal eine Handfeuerwaffe. So, ich hab schon mal eine Schrot. Sauber. Aber nur die mit diesen zwei Schuss, also mit diesem Doppelschuss ist es, glaube ich, sogar. Catch a grenade fire. Wie lange brauchst du noch? Wie lange bist du noch unterwegs? Ich bin jetzt in diesem einen Haus. Ich komme da jetzt wieder raus. Also die sind da in den Häusern, denke ich mal. Haben wir hier noch irgendwas? Beeil dich lieber, ne? Nicht jetzt großartig looten, weil wir fahren eh woanders, oder wollen zumindest woanders hin. Ja, ich bin auf dem Weg zu dir. Hast du einen Fahrbahnuntersatz? Nein, gibt's hier keinen. Auch nicht. Also hier sind nur Handfeuerwaffen noch für dich. Ich hab Handfeuerwaffe, das brauch ich nicht. Also bist du noch weit weg. Oh mein Gott. Wir müssen ganz schön weit darüber. Ja, ich wollte auch gar nicht in die Richtung. Ja, das ist jetzt schon wieder. Egal. Komm jetzt erstmal her. Seh dich. Wieso? Warum? Was will ich denn? Weil da hinten an den Häusern will ich erstmal nicht hin. Wir haben ja trotzdem noch Zeit ohne Ende. Wir gehen jetzt trotzdem noch in die andere Richtung. Wir gehen jetzt hier hin irgendwo und gucken, ob da Autos sind. Okay. Hier. Irgendwo an der Straße müssen ja mal Autos kommen. Also hier in den Häusern ist auch jetzt nichts weiter für dich. Außer eine Weste liegt oben noch. Wo oben? Auf dem Dach, aber das dauert zu lange. Komm einfach jetzt. Okay. Scheiß auf die Weste. Ich fühle mich so nackig. Ich renne auch schon mal vor dir lang. Vielleicht sehe ich ein Auto. Dann kann ich dich einsammeln. Vielleicht sind sie aber auch in den Bunker gegangen. Das kann natürlich auch sein. Aber sollen sie. Sollen sie machen. Da. Was? Nee. Das war nur ein Stein. Ich habe ja nicht so die Bombengrafik aufgrund des etwas älteren Rechners. Also gut möglich, dass die hier in den Bunker gegangen sind. Okay. Da gehen wir nicht rein.
Nee. Links ist so eine kleine Hütte. Sollen wir da mal kurz gucken, ob da was liegt? Nee. Wir holen uns jetzt ein Auto, das ist jetzt das Primärziel. Wir sind aufgeschmissen ohne, der Kreis ist so weit weg. Hier muss eigentlich irgendwo was stehen, ey. Es kann aber auch nicht sein. Stehen zwei Zelte. Die sehe ich auch zum ersten Mal. Da hinten steht öfter mal was, aber... Derzeit ist noch gähnende Leere hier. Was Autos angeht. Da hoch willst du, okay. Ja, ist zumindest ein bisschen Richtung Kreis. Wenn wir jetzt die andere Richtung nehmen, dann wird es ja immer schlimmer. Ey, wie kann man denn halt so viel Pech mit den Autos haben, ey? Da ist doch... Nee, das ist ein Stein. Ha, das ist schon die Fata Morgana hier. Fucking Armbrust. Hast du eine Armbrust? Nee, ich hab sie nicht mitgenommen. Ja, besser keine als eine. Ja. Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Nirgendwo ein Auto hier, oder was? Gute ist hier, wir sind hier so in der Natur. Hier ist kein Mensch. Du brauchst keine Angst haben. Da hinten sind Häuser, da können wir nochmal looten, würde ich sagen. Okay. Weil irgendwann müssen wir nochmal looten. Ja, ich habe ja nur eine Handfeuerwaffe bisher, ne? Ja. Das sind sogar die, die ich angevisiert hatte. Da ist auch ein Jeep, ein Buggy. Ah, perfekt. Dann looten wir hier und fahren mit dem Buggy weiter. Und zwar fahren wir mit dem Buggy, versuchen wir... Warte mal, wie ist der Flieger gegangen? Hier, ne? Versuchen ganz wir hier... Im Süden ist der Land. Genau, wir müssen irgendwo bei den Ruinen da hoch. Genau, genau, genau. Okay. Soll ich den Buggy holen und ihn verstecken oder machen wir jetzt erstmal Loot-Action? Ich gehe... Bist du hinter mir? Ich bin das Hintere, geh du das Vordere. Oh, meine Hauptwaffe jetzt. Ja. Meine Scheiß. Schrotflinte kommen jetzt auch nicht weit. Da habe ich zumindest erstmal eine Schrotflinte. Und einen Rucksack, endlich. Hier ist auch noch ein Helm und eine Weste, Level 1. Ein Helm habe ich. Aber eine Weste kann ich gut gebrauchen. Ich gehe mal in die obere Etage gucken. Okay, hier ist sonst nichts. Das ist ein Schrotflintenmenü. Mann! Mehr Pech mit unseren Waffen in dieser Folge. Ja. Ich habe jetzt hier meine hässliche Schrotflinte noch gegen eine Uzi tauschen können. Immerhin. Ja, in dem hier ist auch nichts mehr. Und hier liegt auch nichts mehr wirklich rum. Okay. Dann geh mal noch deine Weste und dann... Oder wo ist die Weste? In dem roten, oben oder unten, weiß gar nicht mehr. Ich hol schon mal den Buggy. Ja. Okay, wir fahren über... Unten war sie. Zwei Stück. Ich überleg grad noch, wo wir am besten langfahren. Drin? Bin drauf. Bin wir drin. Looten bei Blau. Looten wir nochmal. Oh, das wird eng zeitlich, aber. Versuchen's. Lass doch die Ruinen looten. Da sind wir doch dann direkt. Ja, das können oder wir danach hier. Zur Not noch. Da können wir looten. Nee, das ist zu knapp. Ich will. Da sind wir ja direkt am Kreis. Da können wir auch noch looten, selbst wenn wir da draußen sind. Das ist scheißegal. Wir sind ja da direkt da. Ja, fahrbaren Untersatz. Ja, dann lass wenigstens hier in diese Stadt gehen. Diese Unterwasser-Ding.
Was? Die ist doch gerade geil. Oder was meinst du? Ja, wo mein Marker ist. Ah, ist mir egal. Können wir beides machen. Wir looten da hinten jetzt erstmal ein bisschen. Einmal Zaun weggemäht. So. Ich gehe nach links. Ich habe einen Rotpunkt. Kann keine Sau gebrauchen, echt. Ohne Waffe. Das kann man nicht machen. Wirklich nicht. Alter, nur Schrot finden, oder was? Der blaue Kreis ist gleich da. Ja, ich tausche wenigstens noch meine Schrotflinte aus. Die ist besser. Alter? Bist du das? Ja. Komm vorne komm zur Tür raus. Ich fahr jetzt keinen Scheiß zusammen. Bei den Ruinen müssen wir sowieso aufpassen, weil da ist mega hügelig. Alter, wohin? Wohin? Fahr ganz nah an der Stadt entlang. Mach ich, aber die ist unter Wasser, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Hier hin. Was tust du? Warum fährst du über diesen riesen Hügel? Da müssen wir doch überhaupt nicht hin. Wo willst du hin? Alter, lass mich fahren. Du hast keinen Marker gesetzt. Doch. Wieso? Was mach. Willst du denn von mir? Wir sind doch gleich drin. Hättest du den einen, du fährst ja über die Berge wie ein Irrer. Hättest du den flachen Weg, dann wären wir schon da gewesen. Alter. Oh, shit. Okay, aussteigen. Ich steig jetzt aus. Mach das. Geh doch mal aus dem Blauen raus, Mann. Ja, Mann, ey, du bist echt... Au! Ja, wir haben keine Waffen, wir haben nichts. Wir müssen hier weg. Oh, ist das dumm, ey. Wo bist du auch lang gefahren? Hier wollte ich nicht hin. Du hast überhaupt keinen Marker gesetzt. Alter, ich hab dir 10-mal Marker gesetzt. Ich wollte da hinten hin. Der ist hinter diesem scheiß Baum da. Ja, ich bin jetzt weg hier. Ich renn hier weg. Ja, ich kann nicht. Der hat mich im Visier. Aber du könntest von hinten an ihn ran. Alter, ich bin ganz weg jetzt da. Ich bin da nicht mehr. Dankeschön. Super Teamspiel. Alter, ich hab selber keine Energie mehr. Du hättest ja mitkommen können. Da bist du ja nicht. Wegen dir sind wir in diese Kacksituation gekommen. Hier wollte ich überhaupt nicht hin. Ich würde mich an deiner Stelle mal bewegen, ne? Nee, wieso? Der rennt doch weg. Ich heile mich jetzt erstmal in Ruhe. Warum soll ich denn jetzt so eine Hektik machen hier? Ich sitze hinterm Stein, ich habe ihn im Blick gehabt. Oh, ist da etwa eine richtige Waffe? Da kommt ein Auto. Fuck. Oh, ich habe eine richtige Waffe. Ich habe eine M16. Immerhin. Rotpunkt drauf. Okay, die sind alle weggerannt, die Deppen. Gut, jetzt komm, wo bist du? Das weißt du. So, ich bin jetzt im Kreis an so einem Haus. Geh zu diesem Haus. Ich weiß nicht, ob da gelootet wurde, ob da jemand drin ist. Ich gehe da jetzt hin und warte auf dich.
Hast schon einen Rucksack, genau. Level 2 ist hier auf jeden Fall in dem Haus. Da liegen noch ein paar Aufsätze rum. Ja, ich komm zu dir. Ich habe ja immer noch keine Waffe. Ja, die habe ich auch noch nicht. Also ich ja, für dich. Hier ist noch eine Mikro-Uzi. Ja, die habe ich. Die nehme ich mit auch. Dann brauche ich auch die Schrotflinte. Dann können wir die wegwerfen. Der eine Typ hatte gelb an. Den hat man voll gut gesehen, aber mit der Uzi triffst du den halt nicht. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich auch noch gleich. Werde ich hier auch noch bombardiert oder was? Wie lange dauert das immer, bis das kommt? Ein bisschen. Hast du schon beide Häuser? Also in dem Haus, nee, in dem Haus, wo ich bin, ist Level 2 Rucksack auf jeden Fall. Ja, der interessiert mich nicht. Ich brauche eine Waffe. Tung, ich komm rein. In diesem Raum liegt nie irgendwas. Ich habe in diesem Raum noch nie irgendwas gefunden. In dem Haus hier ist ja gar nichts. Hast du noch was zum Heilen oder so? Ja, hier ist noch ein Rotpunktvisier, das kannst du mitnehmen, falls du noch eine Waffe findest. Hinten. So, was habe ich noch? Ich habe noch Verbände für dich. Willst du Verbände? Gut. Gerne. Das sind mal hier ein paar Verbände. Die liegen hier. Willst du ein Schmerzmittel? Ich habe noch ein Schmerzmittel, damit du dich vollkriegst. Ja. Erstmal die Verbände. Ich brauche auch eine neue Weste und einen neuen Helm. Die haben beide was abbekommen. Meine Weste hat auch was ab. Also, so. Das Feuer ist vorbei. Der Kreis kommt jetzt. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich verbinde mich erstmal kurz. Ich mache mal erstmal einen Marker provisorisch hier. Ja. Auto haben wir eh nicht mehr. Du kannst dich jetzt eh nicht mehr verbinden, du musst das Schmerzding nehmen. Ey, ich verbinde mich doch gerade. Was erzählst du denn? Jetzt musst du das Schmerzmittel nehmen. 100%. Ja, jetzt muss ich das Schmerzmittel nehmen, ja. Aber wenn du das, übrigens, wenn du das am Anfang nimmst, das Schmerzmittel, bevor du die ganzen Verbände machst, bringt das viel mehr. Weil das hielt dich ja over time. Ah, okay. So. Dann lass mal gucken. Ich höre überall Schüsse, ich weiß aber nicht von allen Seiten ungefähr. Das ist schon mal provisorisch, wie gesagt, so ein bisschen in die Richtung. Natürlich versuchen, obwohl. Lass mal hier an den Stein erstmal, weil es könnte sein, dass da oben an den Häusern jemand ist. So, Zone ist jetzt da. Ja, der neue Kreis. Siehst du ja, ne? Fuck. Dann müssen wir hier an den, hier hinten lang, um dann hier nur ganz kurz da, ich weiß auch nicht. Okay, also du meinst zu den Häusern hoch und dann auf dem Weg entlang am besten oder am Weg entlang darunter. Ja, ich will halt nicht komplett über die Felder latschen, ist das Problem. Also ich würde hier jetzt am Berg entlang, am Hang entlang, siehst du da hinten die Häuser? Ich würde sagen, da gehen wir erstmal hin. Warte, wo? Da, genau, da, okay. Auf 240, zwischen 240. Okay. Das hier am Hang entlang. Ja. Da können wir zumindest mal nur von einer Seite beschossen werden. Vorerst. Wieso? Von oben vom Hang können sie auch kommen. Ja, wenn da der war ja der Kreis eben. Aber exposed sind wir nur zu der Seite hier. Da müssten sie schon ein paar Sucher haben. Und das wird eine richtige Kackzone auf so Feldern. Ich sehe es kommen. Wenn wir nicht vorher schon frecken. Dass wir überhaupt noch leben, ist schon sensationell. Ich war kurz vorm Tod. Ein Schuss mehr. Wunder. Dann wäre ich tot gewesen. Ja, unser Vorteil war, dass wir zu zweit waren. Der sich, glaube ich, nicht so richtig entschieden hat. Also hier wurde schon gelootet in den Häusern. Also müssen wir auch nicht rein. Zumindest glaube ich das. Oder da sind nie Türen drin gewesen bei dem Blauen. Ich kenne die. Das Model von dem Ding nicht. In dem anderen ist die Tür zu. Aber wir haben eh nicht so viel Zeit. Sollen wir nicht direkt weiter zum nächsten Dorf da hinten? Ja, machen wir. Aber auf der rechten Straßenseite entlang, ja? Mhm.
So, jetzt kommen wir wieder in die kritische Phase langsam. In der nächste Kreis, wenn wir da reinkommen und safe sind, dann geht's wieder in die Top 10. So, erstmal hier das Grundstück angucken, was da Sache ist. Sehen wir irgendwas? Die Haustür. Ja, da sind welche. Da rennt einer mitten über den Hof. Angehittet. Naja, ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Bist du hinter mir? Ja. Wir nehmen den Hof jetzt ein. Ich glaube, der ist alleine. Zumindest habe ich nur einen gesehen. Und verraten habe ich mich eh, also. Wo ist der hin? Der ist hinter das Haus, das letzte Haus. Hinter das Haus ist der gerannt. Okay, da ist ein Jeep, ne? Der ist kaputt. Oder? Nee, der ist nicht kaputt. Links vom Haus. Wo? Links vom Haus. Welches Haus? Das hintere Haus. Ich bin. Da ist er. Ach fuck! Ich habe wieder diese Fuck-Waffe nicht auf automatisch gestellt! Jedes Mal vergesse ich das! Mann! Ich hätte die beide, hätte ich die vermöbelt, ey. Ganz ehrlich. Oh Gott, da könnte ich immer so ausrasten, wenn die nicht auf Automatik ist. Tja, das ist aber jetzt deine Schuld. Mann. Ja, natürlich ist das meine Schuld. Ja, dann sag mal tschüss, Mensch. Mann! Sag's mir doch jemand, dass ich die nicht auf Auto gestellt habe. Schießt er da mit einer Uzi? Uff! Uff! Richtig dumm einfach. Wie stellt man das eigentlich um? Mit B. Mit B, okay. Du hast sie noch nie umgestellt? Nee, ich glaube nicht. Alter, du kannst doch nicht mit einer Uzi auf einzeln schießen. Oh Gott. Ja, liebe Leute, das war doch richtig dumm. Wir geben es zu. Ich geb's zu. Also, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.